Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir reagieren heute auf Celine. Lea heißt der Song, produziert das Ganze bei MP Beats oder auch MP Beats, je nachdem. Erstmal eine Zigarette präsentiert, okay? Ich persönlich kenne sie gar nicht, aber ich habe halt gesehen, dein Update, Liste, neuer Song. Checken wir doch mal gerne ab. Lea. Vielleicht, was sagen die Leute hier? Es war die richtige Entscheidung, sich vom Label von Umut Timur zu trennen. Oh mein Gott, Celine, du hast eine tolle Stimme. Okay, Umut Timur kenne ich sogar. Haben auch sogar ein, zwei Mal drauf reagiert. Okay, je nachdem jetzt. Abseits von was passiert ist oder so. Wir bewerten einfach nur den Song, ihre Stimme. Schauen wir mal. Mix Mastering von Gökhan, Kim Verdi. Video bei Nikes Media. Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Okay, ich würde sagen, wir starten rein, Leute, und ja, let's go. Dann stoppe ich noch einmal, bevor die Drums reinkommen. Ich freue mich jetzt schon, wisst ihr wieso? Weil, wenn ich so eine E-Gitarre höre, dann, ja, geht mein Herz schon auf, kann man sagen. Fühle ich immer so Gitarrenbeats. Frag mich, was du machst und was du tust. Ich war die letzten ein paar Tage viel zu stur. Hey, weiß nicht, was du willst, wonach du suchst. Denn deine Liebe, sie verfolgt mich wie ein Fluch. Okay. Ja, kommt schon mal gut rein. Das ist halt, ich freue mich immer, wenn ich bei einer Reaction auf Künstler reagiere. Künstlerinnen, wo ich noch nie was gehört habe. Weil da kann man so neutral, ohne ältere Songs zu vergleichen, darauf zu reagieren. Ich allein auf der Suche nach uns zwei. Baby will, dass du noch bleibst, doch für Reue ist zu spät. Nach jedem Streit ist es aus und noch vorbei. Keine Zeit, ich geb den Bein, deine Art ist mein Problem. Kann ich nicht... Wunderschön. Ey, wunderschön, hat mir gefallen gerade die Reimkette von ihr und mit wie sie das halt geflowt hat, war gut. Mein Problem, kann ich nicht sehen auf dem Weg, ja du fehlst mir. Dein falsches Lächeln, gucke, steht dir. Kannst du verstehen, es tut weh, ich muss weg hier. Ich muss einfach nur weg hier. Okay, so ein bisschen auch, so in die Kopfstimme gegangen, ne, bei ein paar Stellen. Dann geht sie nochmal einen Ticken höher mit ihrer Stimme. Hört sich auch clean an, finde ich. Okay, wir haben hier, ja, was haben wir thematisch? Liebeskummer, ne, kann man sagen. Liebeskummer ist am Start. Okay, wir sind in der Hook gerade. Ich sag euch ganz ehrlich, es hört sich, finde ich, solide an. Kann man sich sehr, sehr gut geben, finde ich. Und der Beat, die Gitarre, die Melodie davon, die finde ich richtig gut. So ein bisschen an irgendwas erinnert mich das, aber ich komme gerade nicht drauf. So ein bisschen, die Gitarre, wisst ihr, woran mich das so ein bisschen erinnert? Let me down slowly, let me down, da, 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 da. So ein bisschen, ganz leicht erinnert mich die E-Gitarre so daran. Okay, dann glaube ich, ist sie jetzt, Einstieg, zweiter Part, ne, ja. War das alles nur ein Spiel für dich? An schlechten Tagen, Baby, liebst du mich? Doch wenn ich wieder deinen Blick vermiss, sag, warum verziehst du dich? Immer wenn du fragst, Baby, bin ich für dich da, ja, du hattest... Auch finde ich eine sehr saubere Stimme. Clean Stimme. Ich wünsche dir das Beste und sehr, sehr viel Erfolg, ne, auf ihrem Weg. Aber der Song, den kann man sich richtig gut geben, finde ich. Also irgendwie jetzt nichts Negatives, was ich kritisieren würde. Liebeskummer ist halt da, ne, in ganz vielen Songs auch. Aber ich finde, das macht sie gut. Für dich da, ja, du hattest deine Wahl, doch es war dir niemals klar. Ich weiß,
was. Egal wo du bist, ich komm hinterher. Ah, die Drums, dann die Gitarre und dann ihr Einstieg zusammen. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Also Einstieg hier, Hook-Einstieg gefällt mir auch. Gefällt mir auch. Sie will halt ihn, sucht halt ihn, kann nicht mehr ohne ihn, ist halt alleine. Er ist halt voll nicht bei ihr. Das Klassische, Leute. Das Klassische. Ist halt nicht einfach, manchmal loszulassen. Sag, wann hast du das Leben verlernt? Auch gut. Auch gut, ne? Okay, noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Ich will noch so ein bisschen die Gitarre hören. Hat mir richtig gut gefallen. Also MP Beats. Schönes Ding gemacht. Celine sowieso, was soll ich sagen? Hast abgeliefert. Check gerne den Song ab, Support ist kein Mod, ist immer verlinkt, ihr wisst Bescheid. Macht's gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde mich über ein Abo freuen. Haut rein und ciao.